Doch auch ein anderer, pelziger Räuber durchstreift das Busch- und Savannenland Süd- und Mittelamerikas. Der Nasenbär. Sein Verbreitungsgebiet ist riesig und reicht von den tropischen Regenwäldern bis in die Steppenzonen. Nasenbären gelten als äußerst gefräßig und scheinen ewig bei gutem Appetit zu sein. Unablässig sind sie damit beschäftigt, den Boden nach Fressbarem abzusuchen. Diese zu den sogenannten Kleinbären zählenden Allesfresser haben sensibel ausgeprägte Sinne. Neben dem feinen Gehör ist es ihr Geruchsorgan, von dem sie sich hauptsächlich leiten lassen. Feinste Duftmarken werden von der spitz zulaufenden Nase wahrgenommen und geben über in der Nähe befindliche Beutetiere Aufschluss. Ist einmal eine konkrete Spur geortet, lässt der Kleinbär nicht mehr ab, ehe er am Ziel ist. Der Bau einer Vogelspinne wurde gefunden. Jetzt ist Taktik gefragt. Durch Scharren wird der Höhlenbewohner in Panik versetzt und herausgescheucht. Doch jagderfahrene Nasenbären packen nicht gleich zu. Zuerst wird die Beute müde gehetzt. Mit äußerster Vorsicht kommen die langkralligen Tatzen zum Einsatz, denn die Giftklauen der Spinne sind gefürchtet. Irgendwann ist es aber soweit. Die ermattete Vogelspinne wird mit den Pfoten totgequetscht und das Mahl kann beginnen. Für Nasenbären stellt die achtbeinige Beute einen Leckerbissen dar, denn Spinnen sind nahrhaft. Alles wird peinlichst genau verzehrt, sogar die chitinhaltige Hülle samt Beinen.